Mein Name ist Bernd Liedtke, ich bin Geschäftsführer in der KPM Berlin seit 3,5 Jahren. Und vorher habe ich 22 Jahre bei der WMF in Geislingen an der Steige. Vielen von Ihnen ist ja bekannt, WMF für Besteck und Schnellkochtöpfe und gute Messer. Somit bin ich von einem Traditionsunternehmen ins andere gekommen. Habe immer für die WMF gearbeitet, für die Retail-Stores weltweit. Und in der Funktion jetzt hier verantworte ich ein königliches Erbe. Es gehörte schon 7 Kaisern und Königen. Und aus 7 Kaisern und Königen das in die Neuzeit und Gegenwart zu geleiten, ist eine große Aufgabe. Also, wir sind seit 1763 hier in der Mitte von Berlin. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie das Brandenburger Tor und die Siegessäule. Wir sind damit einzigartig, weil wir arbeiten per Hand seit über 250 Jahren in der Mitte von Berlin im Tiergarten. Und wir haben uns verschrieben für das Thema Design und Qualität. Und nach wie vor heute sind unsere Hauptattribute Qualität und Design. Handgemacht aus dem Berliner Tiergarten. Und das ist unser Erfolg. Und das will der Kunde auch weiterhin gepflegt bekommen. Ich habe es schon in der Hand. Und Sie sehen ja, wo wir gerade stehen. Wir stehen in der Küche. Und da waren wir lange Zeit nicht mehr. Und wir haben nicht nur weißes Porzellan, sondern auch schön bemaltes Porzellan. Und wir sind extrem stolz, als einzigste Manufaktur überhaupt weltweit für alle unsere Porzellanteile die Spülmaschinenfestigkeit zu gewährleisten. Wir sind vor 2 Jahren vom deutschen TÜV geprüft worden. Über 1200 Spülgänge haben alle unsere Farben die Spülmaschine ausgehalten. Und das entspricht normalerweise 2 normalen Lebenszyklen einer Familie. Und da sieht man auch wieder, dass wir unserem Thema Qualität verpflichtet sind. Wir haben sehr lange dafür gebraucht, dass auch bemaltes Porzellan jeden Tag benutzt werden kann. Und ich sag's mal einfach ganz salopp, jeden Tag benutzen und rein in die Spülmaschine, dann bleibt auch der Glanz so erhalten. Dafür haben wir viel getan. Wir haben in den letzten 2 Jahren sehr viel Kontakt nach China gesucht, wobei ja seit Jahrzehnten chinesische Gäste zu uns kommen und uns hier in Berlin besuchen. Und deswegen haben wir uns auch die Frage gestellt, wir müssen auch mal nach China gehen. Und wir haben jetzt nach langer Zeit der Vorbereitung, gehen wir einen großen Schritt in die Stadt des Porzellans nach Xingdezhen und haben dort eine Kooperation mit der Stadt Xingdezhen und der keramischen Kulturgeschichte, die dort vorherrscht. Und auch von der anderen Seite ist ein großes Wohlwollen dem gegenüber, weil wenn man sich an einen Tisch zusammensetzt und wenn wir heute zusammen am Tisch sitzen, dann verbinden wir automatisch eine fernöstliche Tischkultur mit der europäischen Tischkultur. Auch wenn Sie aus der Vergangenheit vielleicht viel mehr Tee getrunken haben und wir aus der Kaffee-Thematik kommen, heute trinken wir am Tisch zusammen Kaffee und Tee. Wir trinken auch mittlerweile Tee und auch die Chinesen trinken Kaffee. Und der Grundgedanke ist, dieser Kooperation mit Xingdezhen für die nächsten 3 Jahre eine Basis gefunden hat in einem Vertrag, dass wir unsere Kunden, unsere Mitmenschen an einen Tisch setzen wollen und die fernöstliche Kultur mit der europäischen Kultur verbinden. Und darum bin ich sehr froh, als Manufaktur aus Berlin, aus der Hauptstadt von Deutschland, auch dann diese Spagat oder Brücke nach China zu finden, um dort langfristig auch als KPM wirklich mit der fernöstlichen Kultur zu kommunizieren über unsere Produkte. Nun sind wir in dem traditionellen Bereich der KPM angekommen. Das ist unser Königszimmer. Und wie schon eingangs erwähnt, sind wir das einzige Unternehmen in Europa, was 7 Kaisern und Königen gehört hat. Und jeder dieser Kaiser und Könige hat sein eigenes Porzellan hier machen lassen, das wir nach wie vor heute noch hier fertigen und auch eine Nachkaufgarantie auf Lebenszeit ausgesprochen haben. Ich halte hier auch fürs Interview passend eine chinesische Figur in den Händen, die wir heute auch noch fertigen, die wir nicht nur für China machen, sondern die auch in Europa ihren Absatz findet. Und wenn Sie sich diese Figuren anschauen, oder diese, allein diese Figur ist unsere aufwendigste. Sie besteht aus 90 Einzelteilen. 90 einzelne Teile sind zusammengesetzt, um solch eine Figur zu ergeben. Und für so eine Figur brauchen wir in der Herstellung 6 Monate, um das mal zu verdeutlichen. Das ist ein kleinerer Ableger, aber auch hier brauchen wir 4 Wochen Herstellzeit, um die herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich der KPM, weil das ist unsere Basis, da kommen wir her. Das ist der traditionelle Teil. Wir haben hier am Standort Mitarbeiter, die 8 Jahre lang ausgebildet werden müssen, um überhaupt auf diesem Niveau zu arbeiten. Das entspricht hier in Berlin 3 Jahre einer normalen Ausbildungszeit und dann kommen Sie nochmal 5 Jahre an einen unserer erfahrensten Maler, der Sie halt anleitet, in dieser höchsten Handwerkskunst überhaupt arbeiten zu können, sowohl in der Malerei wie auch in der reinen Formgebung des Porzellans, was Sie hier sehen.
Und da kann ich mit Recht behaupten, in dieser Qualität gibt es keine weitere Manufaktur. Jetzt stelle ich Ihnen ein paar Kooperationen der KPM vor, die man uns vielleicht nicht zutraut. Ich zeige Ihnen als erstes erstmal das schnellste Porzellan der Welt. Und zwar ist das die Kooperation mit Bugatti. Wir haben dieses Auto in Originalgröße selber angemalt. Wir haben verschiedene Porzellanaccessoires auf die Felgen, auf den Tankdeckel. Wir haben die Sitze designt und dieses Stück ist ein Unikat geworden und ist im letzten Jahr für knapp 8 Millionen Euro auf einer Auktion in den USA verkauft worden. Nach wie vor ein Kunstobjekt. Es gibt noch ein zweites, übrigens in China, in Rot, und hat einen Drachen als Motiv zwischen den Sitzen. Also wir sind immer wieder mit China in Korrespondenz und deswegen haben wir auch einen roten für China gemacht, den ein chinesischer Millionär fährt, der nicht genannt werden möchte. Unsere aktuellste Kooperation, gerade vor 4 Wochen erst in Deutschland im berühmten KDW-Store mit der Vogue als Magazin kuratiert, unsere Kooperation mit Birkenstock. Einigen bekannt, weltweit mittlerweile bekannt. Und warum machen wir sowas? Wir bauen auch ein bisschen Porzellan natürlich ein mit unserem Zepter. Es sind 2 deutsche Manufakturen aus dem gleichen Jahrhundert. Diese Schuhe sind bekannt, sind von 1779 und die KPM ist 11 Jahre älter. Und so haben sich 2 deutsche Manufakturen zusammengetan in einer limitierten Aktivität, einer Kooperation, 2 Traditionsfirmen zusammengebracht. Sie sehen hier unser Dekor, unser Kurland, unser ältestes Service, was seit 229 Jahren unsere Nummer 1 ist. Hier können Sie es sehen. Und Sie sehen den Klassiker, den Birkenstock Gizé und Arizona Schuh, der jetzt für einen Preis von 300 Euro leider schon ausverkauft ist. Da sind wir zu spät. Jetzt kommen wir zu einem schönen Projekt, das lauteste Porzellan der Welt, könnte man sagen. Eine Kooperation mit der Firma Burmeister aus Berlin. Auch eine Manufaktur im HiFi-Bereich. Burmeister heute bei Porsche und Mercedes im Auto vertreten, aber auch zu Hause. Und was Sie hier als Miniaturausgabe sehen, deswegen ist meine Hand auch auf dieser Höhe, ist die erste zum Patent angemeldete Box mit 4 Bassreflexröhren von KPM. Sie sehen hier dieses Modell, das ist 4-mal in dieser Box vertreten. Und es ist mit einem Hohlraum versehen und alle Erkenntnisse und Ergebnisse haben dazu geführt, dass selbst mit KPM der Klang noch viel besser ist als wie vorher in Kunststoff und wir finden in dieser Box Ihr neues Zuhause. Diese Box ist im Echt 2 Meter hoch und wiegt 500 Kilo. Man braucht meistens 2 für den besten Klang und was mich sehr freut, auch im Rahmen des Interviews, der erste Kunde, der die gekauft hat, sitzt in China auf einer kleinen Insel. Und aktuell fertigen wir für diesen Kunden diese 2 Boxen. Abschließend bleibt mir zu sagen, herzlich willkommen nach Berlin. Ich würde mich freuen, wenn alle Chinesen zu uns kommen. Unser Flughafen ist auch bald fertig. Sie sehen im Hintergrund unsere Manufaktur, direkt neben dem Brandenburger Tor, neben der Siegessäule. Das ist nicht weit und es lohnt sich auf jeden Fall. Und mein größter Traum ist es, mit Ihnen zusammen mal eine chinesische Teekanne für den chinesischen Markt zu machen. Vielleicht kommen Sie zu uns und erklären wir, was wir machen sollen. Wir sind dabei.